Letzten Samstag jährte sich der rassistische Anschlag von Hanau zum zweiten Mal. Ein damals 43-jähriger Deutscher tötete aus rassistischen Gründen 9 Menschen und verletzte 6 weitere, bevor er sich selbst und seine Mutter tötete. Bundesweit fanden daher jetzt am 19. Februar Gedenkveranstaltungen statt, so auch in Oldenburg. Wir wollen heute Solidarität mit den Opfern und den Verwandten bzw. Hinterbliebenen von den rassistischen und rechtsextremistischen Anschlägen in Hanau zeigen. Und wir fordern halt, dass man diesen Opfern gedenkt, die Fälle aufklärt, politische Konsequenzen zieht, damit wir endlich Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft erfahren. Hanau ist bei weitem kein Einzelfall. Solingen, Mölln, Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, München. Die Liste ließe sich fortsetzen. Rassismus ist Bestandteil der bundesdeutschen Gesellschaft und nimmt zu, leider. Es muss endlich von dem Dogma, es ist nur ein Einzelfall, weggegangen werden. Es müssen rechte Netzwerke endlich benannt und in Zusammenhang gesehen werden. Und es muss endlich auch eine offene Kultur entstehen, wo wir die Vielfalt aller Menschen akzeptieren. Es müsse endlich konsequenter gegen rechtsextreme Strukturen vorgegangen werden, so Steven Haselow weiter. Dazu gehöre einmal Solidarität, aber auch die nachhaltige Förderung von Demokratieprojekten und politischer Bildung und die Beratung für Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Es ist die Pflicht von allen Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben, gegen rechte Gewalt und Rassismus in der Gesellschaft ihre Stimme zu erheben und den Opfern bzw. den Betroffenen Solidarität zu zeigen, indem man nicht ihnen die Bildungsarbeit überlässt, sondern selbst drangeht und aufklärt, was Rassismus ist. Und vor allem müssen wir das Bildungssystem so umändern, dass Rassismuskritik auch endlich in den Schulbüchern und in den Ausbildungslehrplänen gelehrt wird. 2 Jahre nach den Morden in Hanau ist der Anschlag weiterhin allgegenwärtig. Unter dem Motto Save Their Names wollen die Hinterbliebenen weiter an die Opfer erinnern. Die Initiative 19. Februar Hanau kämpft weiterhin für angemessene Erinnerung, soziale Gerechtigkeit, lückenlose Aufklärung und politische Konsequenzen. Der rassistische Anschlag sei auch ein Ergebnis rechter Hetze von Politikern, Parteien und Medien gewesen, so die Kritik.